Do or Die für die deutsche Nationalmannschaft. Spieltag 2. Es geht gegen die Dominikanische Republik. Alles andere als ein Sieg wäre peinlich und würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das WM aus bedeuten. Volle Konzentration, die fehlt aber am Anfang. Die Dominikaner in den blauen Trikots sind aggressiver und finden in der Zone Vargas, der sich mit den Big Men der Deutschen ein aufreibendes Duell liefert in den ersten Minuten. 8:0 Run zu Beginn für die Dominikanische Republik. Wieder ein schlechter Start, wie schon gegen die Franzosen. Daniel Theiss, der einzige offensive Lichtblick für die Deutschen. Die ersten 6 Punkte kommen allesamt von ihm. Und hier bekommt er den Ball serviert von Dennis Schröder. 8 Punkte insgesamt im ersten Viertel für Daniel Theiss, der die Deutschen wieder in Führung bringt. Man bekommt das Gefühl, dass das Team von Henrik Rödel so langsam mit dem Gegner zurechtkommt. Dennis Schröder mit dem schönen Eurostep in der Zone und er deutet es danach auch nochmal an. Habt ihr die Bewegung alle gesehen? Bringt den Ball unter im Korb. Die Dominikaner verlieren so ein bisschen die Konzentration. 7 Punkte Führung im zweiten Viertel. Der Ball soll in den Post gehen zu Danilo Bartel. Aber dann die schnelle Transition und Victor Liss mit dem And-One. Die Deutschen immer wieder im Tiefschlaf beim gegnerischen Fastbreak. Liss einfach zu schnell für Giffey, der ihn dann auch noch fouls und ihm damit zum 3-Punkt-Spiel verhilft. Das ist Solano, den können wir uns mal merken mit dem Pass rein auf Ronald Roberts. Letzte Saison mit Science City Jena abgestiegen aus der Easy Credit BBL. Hier zieht er das And One. Paul Zipser wiederkommt, die Rotation einen Ticken zu spät. 1 Punkt nur noch der Vorsprung für die deutsche Nationalmannschaft. Dennis Schröder mit Zug zum Korb und auch er legt nochmal ein And One nach. Es war wieder kein effizienter Tag von Dennis Schröder. In der Offensive 20 Punkte letztendlich und insgesamt 5 von 18 aus dem Feld. Aber hier mit dem 3-Punkt-Spiel. Zweite Halbzeit. Deutschland mit 2 vorne und dann ist es wieder Victor Liss aus der Ecke. 17 Punkte, Topscorer bei der Dominikanischen Republik. Den Deutschen fällt wenig ein in der Offensive. Ganz selten mal solche Ballstaffetten. Dennis Schröder aus der Mitteldistanz. 4 Punkte die Führung für die Deutschen. Zu diesem Zeitpunkt weiß man schon, die Dominikanische Republik ist nicht der erwartet einfache Gegner. Aber der Sieg ist natürlich noch in Reichweite. Das ist wieder Solano. Und dieses Mal schließt er mit dem Dank ab. Gelvis Solano spielt in Argentinien, macht ein überragendes Spiel als Playmaker. 11 Assists von ihm dazu. Noch diese Athletik. Er alleine legt am Ende mehr Assists auf als das gesamte deutsche Team. Und so die Dominikanische Republik mit 6 vorne im letzten Spielabschnitt. Das ist wieder Solano. Dann wird der Ball gut bewegt und es gibt die einfachen 2 Punkte in der Zone für Baez. Auch hier pennt die deutsche Nationalmannschaft wieder im Fastbreak. Daniel Theiss steht im Nirgendwo. Und so kannst du einfach bei einer WM nicht verteidigen. Zumindest mal ein Lichtblick. Der Lob für Daniel Theiss, diese Kombi, die so gut funktioniert hatte noch in der Vorbereitung. Heute selten so wie hier. Aber der Rückstand noch mal verkleinert. 1 Punkt hinten und dann ist es klar, wieder Solano mit dem Dreier aus dem Dribbling. Dieser Wurf schon ein echtes Statement, so kurz vor Schluss und mit diesem Schwierigkeitsgrad. Wieder Solano mit dem Ball rein in die Zone. Und dann ist es wieder Eloy Vargas. Mit 16 Punkten gewinnt er das Big Man-Duell gegen Daniel Theiss letztendlich. Die Deutschen brauchen irgendwoher Offensive, die Defensive unkonzentriert, wenn auch im letzten Viertel verbessert. Die Dominikaner schnuppern an der Riesenüberraschung. Die letzten 14 Sekunden, Deutschland hinten mit 2. Der Dreier fällt nicht, es gibt nochmal die Chance zum Ausgleich oder Sieg. Dennis Schröder mit dem Ballvortrag. Schröder zum Korb und dann der Kick-Out-Pass auf Bartel und der verfehlt. Es ist tatsächlich wahr, die Dominikanische Republik besiegt die deutsche Nationalmannschaft mit 70:68 und schmeißt das Team von Henrik Rödel damit quasi raus aus dem Turnier. Enttäuschung vorprogrammiert. Ich finde, dass wir weit unter unseren Möglichkeiten bleiben im Moment. Und
natürlich ist das erstmal jetzt in dem Augenblick sehr enttäuschend. Ratlosigkeit bei Henrik Rödl und dem Stab der deutschen Nationalmannschaft. Man kann es nicht anders sagen. Diese Niederlage ist ein Desaster für den deutschen Basketball. 70-68 für die Dominikanische Republik. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.